Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Tom to Tom Games. Wenn ich mich nicht total verrechnet habe, ist das hier die 20. Folge meiner Let's Play-Reihe zum Bundesliga-Manager Hattrick. Ähm, es läuft seit schon 19 Folgen ziemlich beschissen für den SV Werder Bremen, den ich hier in der Bundesliga-Saison 93-94 manage. Wobei Managen ja tatsächlich bei den klassischen Managerspielen bedeutet, ich bin Trainer. Ich bin der Manager, also der Clubmanager und, und, und. Ich habe also alles, alle Macht der Welt. <laughs> Allerdings äh, habe ich keinen Erfolg dabei. Das müsste man vielleicht dazu sagen. In der Ligatabelle sind wir auf Platz 14. Ähm, in der letzten Folge haben wir im Nordderby gegen den letzten... Das, ich kann das gar nicht in Worte fassen. <laughs> Unentschieden gespielt. Und danach auch nochmal direkt verloren. Äh, auch gegen irgendwen, der so weit unten in der Tabelle ist, dass wir gar nicht über den reden müssen. Naja. Jetzt fangen wir mit Duisburg an. Und auch da habe ich jetzt nicht unbedingt gute Nachrichten. Äh, ich habe es am Ende der letzten Folge schon mal gesagt. Äh, MSV Duisburg auf Platz 12, zwei Plätze über uns, hat äh, 84 Stärke als Schnitt. Und wir haben 82 Stärke als Schnitt. Das Einzige, was mich aufbaut, wir haben einen höheren Moralwert. Das ist unsere Chance. Leider sind die Spieler ziemlich erschöpft. Das ist nämlich hier englische Woche. Wir spielen am Mittwoch und hatten jetzt am Wochenende erst gespielt. Und das merkt man den Spielern an. Hier sind die Abwehrspieler vor allen Dingen ziemlich erschöpft. Und deshalb habe ich auch tatsächlich jetzt die Aufstellung mal geändert zu einem 3-4-3. Weil ich dann eben nicht so viele Abwehrspieler einsetzen muss. Wie äh, bei unserem 442, das ich ja sonst die restliche Zeit gespielt habe. Ähm, wir sehen ja auch schon die Tendenzen der Spieler. Hier geht es ja im Moment bergab. Ne? Das ist einfach zu viel mit den Spielen und dann auch noch der ausbleibende Erfolg. Es ist bitter. Ja, sonst sind wir kurz vor der Pleite. So das Übliche, alles, was man so braucht. Aber lasst uns nicht lang rumreden, sondern loslegen mit den Spielen. Wir fahren nach Duisburg in den Pott und, äh, ja, lasst mal sehen, was so geht. Vielleicht ist ja doch endlich mal ein Sieg drin. vollner nah, durchschnittlich lässt alles durchgehen. Als Schiedsrichter wir spielen vor 27.100 Zuschauern. Da beim bei Duisburg da kommen wenigstens mal Spieler. Äh, Spieler sage ich schon. Zuschauer, ach Neubad mit einer gelben Karte und eine Chance für äh, für Duisburg. Das macht mich total durcheinander hier. Ähm, ja, wenn bei uns mal so viel Spiele, ach äh, oh, so viele Zuschauer kämen. Was sag ich denn immer von Spielern? immerhin also Spieler haben wir ja elf jetzt nur damit wir uns da einig sind ja wieder zwei Chancen jetzt von Duisburg in dieser Zeit ähm, eine gelbe Karte für Bremen nicht so richtig bombastisch schon wieder eine Chance ne? er schießt das sieht auch nicht gut aus aus zwölf Metern und natürlich verwandelt Duisburg da zum 1 zu 0 nach 20 Minuten das ist bitter ja der hier der Pot kocht 27. Tausend Zuschauer sind begeistert offenbar. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch gar keine Fans mitgebracht. Es kommt gar keiner mehr mit, weißt du. Ja, da steht dann der, der der Fanbus steht in Bremen bereit und kommen so drei drei so Hanseln an, ne? Die äh, so. Ja, ich wollte einfach immer nur schon mal Duisburg besuchen. Das Spiel gucke ich mir eh nicht an, nicht? Ja. Nun, wir liegen zurück eins zu null. Das ist schon alles total bitter. Also weiß ich auch nicht. Hallo, wir wollen wechseln. Ich will das nicht. Nein, ich will das auch nicht wissen. Nein. Warum kann ich nicht wechseln? Neubart jetzt mit einer Chance und nein, nein, nein. Hallo, Duisburg schon wieder mit einer Chance. Ach, das ist alles so bitter hier. Hallo, ist irgendwie. Ah. Ja, im 39. Anlauf. Ja, man sieht, die Abwehr ist durch. Ne? Neubart ist verwarnt. Äh, die Abwehr ist durch. Wir wechseln mal ein. Ähm, Marco Bode für Neubart, damit er nicht jetzt noch irgendwie Gelbrot kassiert. Äh, Sauer ist ebenfalls erschöpft, aber nicht ganz so schlimm dran wie Goldschmidt. Den nehmen wir mal raus mache ich noch und Reck ins Tor. Was soll denn das eigentlich? Der hat 86 und dann lässt hier die Automatik den Gundelach spielen. Was soll denn der Scheiß? Also mit Olli Reck im Tor wäre das nicht passiert mit den Zweien hier. Das ist aber nicht wahr. So, wir sind jetzt in der 65. Minute und jetzt muss hier auch langsam mal das Ruder rumgerissen werden. Ich meine, ich will ihn Unentschieden noch sehen. Oh Gott, schon wieder. Duisburg, ey, die machen mich total platt. Die machen mich to Ecke. Bode. Ah, nicht drin. Verdammt. Jetzt nochmal. Wotawa schießt aufs Tor. Aus 30 Metern gehalten. Duisburg wieder. Eckball für Duisburg. Schon wieder. Was ist denn hier eigentlich los? Die Ecken sollten wir sperren. Das kann doch so also nie sein. Oh, ich werde das so verlieren. Jetzt ohne Bratzeit. Aber auch nicht. Verhandelt. Verdammt. Also immerhin haben wir jetzt mal ein paar Chancen, Chancen, Torschüsse 5-5. ja. Aber die Verwertung, ne Katastrophe, ehrlich. Ich weiß nicht, ob er, also ich sollte meinen Manager-Job auch an den Nagel hängen. Das hat auch schon lange jemand mal geschrieben. Ne, das hatte bei meiner BMP-Durchgang äh, auch schon ja jetzt jemand drunter kommentiert, dass ich sowieso keine Ahnung habe. Das ist natürlich vollkommen richtig, aber ich dachte, das verbindet mich auch mit all den anderen Managern da draußen, ja. Ja, 2 zu 0, Duisburg gegen Bremen. 1 zu 0 hatte ich im Hinspiel verloren, also hier geht's eher bergab für mich, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, die Sportschau würde ich hier sogar auslassen. Das ist der Moment, wo ich äh, mein, ah, wir sind ja hier in den 90ern, was hatte man da, ne, äh, Premiere, ne. Hieß das da Premiere oder hatte das da noch einen anderen Namen? Ne, ich glaube, das ist so der Anfang von Premiere gewesen, ne. Da hatte man also ein Premiere-Abo. Ja, wie sieht's aus? Dortmund 1-0 gegen Bochum, KSC 2-0 gegen Frankfurt. Oh, die Uerdinger, die kriegen aber auch richtig immer einen drauf. 1 5 gegen Lautern. Alter Verwalter. So, Gladbach 2-1 gegen Köln. Oh, dann, das wird aber auch bitter gewesen sein für die Kölner. Ausgerechnet gegen Gladbach. 1 0 für Stuttgart. Äh, gegen Dresden. München gewinnt gegen HSV, der Erste gegen den Letzten. 1860 verliert gegen Leverkusen und Duisburg gewinnt gegen mich. Ja, das äh, habe ich gesehen leider. Schalke gewinnt gegen Freiburg und das war es. Ja, mal wieder keiner von uns in der 11 des Tages, auch das keine Überraschung. 23 gelbe Karten, zwei rote, 260.600 Zuschauer, das sind ja mal ein paar mehr. 20 Tore. Wir sind auf Platz 14. Da passiert auch nicht viel. Ne? Also um mich herum, die spielen eben auch schlecht. Ja, das muss man einfach sagen. Die Mannschaften, die gut spielen, sind im Mittelfeld. Ne? Also, wenn wir hier sehen, KSC und Leverkusen, wenn wir uns das angucken, da sind kaum Niederlagen drin. Ja, ab und zu mal hier ganz selten eine, aber eher unentschieden und Siege, während das hier wirklich von Platz 9 zu 10 doch schon äh, kippt. Ne? Wenn man sich das hier anguckt. Stuttgart, Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Ne, also, hm. Jo, DFB-Pokal. Ja, das ist doch nichts mehr, ne? Jo, was haben wir hier? Wir sind im Halbfinale des DFB-Pokals. Da spielt jetzt Rostock. Und das ist eine Zweitligamannschaft. Jo, Rostock gegen Duisburg und Gladbach gegen Dortmund im anderen Halbfinale. Schön. So, jetzt ist unser verlegtes Spiel gegen Dynamo Dresden. Jo, das gibt es wohl dann auch noch nicht. Das müssen wir uns mal angucken. Wir haben den 14. März, 94 und es sieht schlecht aus für uns. Jetzt ist die Frage, haben meine taktischen Änderungen das alles nur verschlimmer verschlimmert oder was ist hier los? Sind die Spieler mal wieder... Oh ja, Erschöpfung ist runtergegangen. Ich will nicht sagen weg, hier sind ja immer noch Werte von über 50. Äh, 58 hier, ab 60 ähm, wird das orange angezeigt. Die Tendenz bei den Spielern nicht so gut. Aber die Gegnerstärke 79 lässt hoffen, dass wir zumindest theoretisch eine Chance haben. Wir wechseln mal wieder auf unser bewährtes 4-4-2, mit dem wir ja auch vorher schon weit unten in der Tabelle gespielt haben und deshalb auch weiter spielen wollen. Ähm, Rek jetzt endlich mal wieder im Tor in der Startaufstellung. Da müssen wir auch mal ein bisschen darauf achten, dass das so bleibt. Ja, der Rest das geht doch. Dann haben wir 83 als Stärke und unser Nachholspiel. Ähm, was ist denn hier mit dem Training? Ich mache mir echt da so ein bisschen äh, Sorgen. Das ist doch auch Quatsch hier. Also, die sind doch eh krank. Ja, was, was ist hier los? Der Bode, ne? Der. Basler. Die, die brauchen Training hier. Richtig krasses Training. Und vor allen Dingen hier, ähm, hm. Ja, Zweikampf da vielleicht, ne, und ja, Bode, genau, der macht zum Schuss, ja. Ach, kann ich nicht. Ich muss hier auch irgendwie was ändern, das ist doch alles totaler Mist. Ähm, Freistöße, ist alles so... Pässe, Zweikampf, ich meine, ich will ja, dass alles trainiert wird, das ist schon richtig, aber... Kondition ist ja ganz okay, wir müssen jetzt hier mal was auf... Hä, kann ich nicht, ich hab doch da einen weggenommen. Hm. Naja. Äh, lassen wir mal so. Okay. Jo, schauen wir mal, ne? Verlegtes Spiel, Dynamo Dresden in Dresden gegen Bremen vor 35.000 Zuschauern. Das scheint mir aus, äh, ausverkauft zu sein. 10 Grad bewölkt. Schiedwetter, nicht? Ähm, und hier passiert gar nichts. Ah, doch, Dresden, verdammt. Gelbe Karte für Herzog. Och, Mist. Das fängt ja schon gut an. Wieder Dresden. Was ist denn hier los? Da ist wirklich nie auszuhalten. Aber Basler schießt aufs Tor. Ah, wir haben die umgedreht, die Chance. Und gehalten aber. 20 Minuten. Okay, jetzt, hier. erster Torschuss. Sehr schön. Ja, da muss jetzt aber mal was gehen. Oh, gelb-rote Karte für Herzog. Oh Gott. Ja, das meinte ich nicht mit. Da muss was. Ich meinte, es muss was gehen, nicht es muss wer gehen. Was ist denn da los? Ach, jetzt machen wir es auch direkt richtig hart. Jetzt. Ah, ehrlich. Ist wahrscheinlich viel zu offen hier hinten jetzt, wie ich die aufstelle. Das müssen wir mal gucken. Okay, wen haben wir denn drin? Wir haben Hopsch und Neuwart drin. Wir haben Basler drin. Ähm, wir lassen erstmal so weiterspielen und gucken, wie schlimm es ist. Jetzt in Unterzahl. Zehn Leute gegen elf. Oh, hoffentlich haben die Dresdner keinen Bock mehr. Ah, ist das bitter. Ich hatte mir ja schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wir da vielleicht mal gewinnen könnten. Oh, wir sind schon in der 47. Minute. So. Basler passt das Leder auf Goldschmidt. Rufer holt sich die Kugel. Er schießt aus 35 Metern. Rufer, aber gehalten. Ah. Ja, bei den verlegten Spielen gibt's tatsächlich keine, Pausen. Äh, keine Pausenansicht, ne? So. Aus 20 Metern jetzt Dresden. Das ist nicht gut. Oh nein. Ah, das ist wirklich nicht auszuhalten. Jetzt Basler. Freistoß. Ich, also diese Grafik, die macht mich so kirre. Ich sehe den Ball immer hinter den Händen vom Torwart, aber der offensichtlich hält er den immer. So, jetzt sauer. Er schießt aus 35 Metern. Er stand aber 40 gerade, oder? So, Dresden wieder. Neben das Gehäuse. Das ist alles echt nicht wahr. Ach, jetzt. Oh, Glück gehabt. Also noch ist ja nichts verloren, sag ich mal. Ähm. Ich würde aber trotzdem ja gerne mal Hallo. Also manchmal klappt das und manchmal nicht mit dem Wechsel. Ich klicke hier lustig rum, nichts passiert. Hallo. Da. Hä? Habe ich das so gemacht? Ich hatte doch einen draußen mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Warum sind jetzt wieder elf drin? Ich habe doch einen mit einer Karte rausgeschickt. Also ich nicht, der Schiedsrichter. Und jetzt sind wieder elf auf dem Feld? Ist das irgendwie ein Bug? Hier, Herzog ist doch raus. Und jetzt sind wieder elf Spieler aufgestellt. Das darf doch gar nicht sein. Na ja, gut. So, wir machen mal ein paar neue Leute rein. Ein bisschen frisch hier. Äh, Thorsten Legat vielleicht noch, nicht? Legat, na, für Basler nicht. Für, für Eils. Okay. So, im B Mittelfeld ein bisschen was gemacht. Jetzt Dresden mit der Chance. Boah. Was ist da los? Das geht hin und her, aber ab Angriff abgewehrt. Ach, wir müssen doch nur wenigstens einen Unentschieden machen. Das kann doch nicht sein. Oh. Ich würde jetzt gerne Rage-Quit machen, aber wir spielen ein Spiel aus einer Zeit, als dieser Begriff noch nicht geprägt war. Ja, ich kann keinen Rage-Quit machen. Aber das ist doch total bitter, ja. Also jetzt, es macht doch wirklich gerade gar keinen Spaß mehr. Ich bin so durch. 15. bin ich jetzt. Oh Mann. Schon wieder einen Platz vorm Abstiegsrang. Es ist doch alles totaler Mist. Es läuft überhaupt nicht. Und mein Gegner ist Dortmund. Vierter in der Tabelle. Oh. 27. Spieltag. Wie lange ist das noch mit der Saison? Die Frage ist, bin ich zuerst pleite oder bin ich der erst abgestiegen? abgestiegen mit einem größeren Stadion und dann aber noch weniger Knete. Ey, das geht doch nur nach hinten los. Also, ich glaube, nach der Saison ist auch tatsächlich einfach Ende hier mit dem Let's Play, weil ich bin wie gesagt, dann pleite. Da geht einfach nichts mehr. Was das ist so bitter hier gerade. Ich möchte das gar nicht. Ist schon wieder englische Woche. Hat man Mittwoch gespielt. Ach, das war ja ein Nachholspiel, klar. Ach, jetzt sind die auch noch alle total durch und fertig, ey. Also, so wie ich. Ich bin auch total durch und fertig, merke ich schon. Ja, das eine Spiel machen wir noch und dann ist die Folge auch vorbei. Und dann äh, gehe ich, glaube ich, einfach mal raus und ein bisschen heulen und so. Immerhin spielen wir zu Hause gegen Dortmund. Aber wird wahrscheinlich auch wieder keiner ins Stadion gucken, weil warum soll man sich dieses Elend angucken? Das ist so ein bisschen, als würde man sich ein Spiel vom FC ansehen. Ne? Also, was soll das werden hier? Erfolge. Hier gibt es ja einen Button, da kann ich auf Erfolge klicken, kann ich mir sagen, hier wird ein. Wenn ich da draufklicke, jetzt kommt einfach ein schwarzer Bildschirm. Das ist, das sind meine Erfolge. So sieht's nämlich aus. Und nicht anders. Also, das ist tatsächlich ja hier offensichtlich nicht gut. Ich gehe jetzt doch mal weiter, wieder in die Defensive, ja, stattdessen. Äh, Pressing scheint auch nicht mein Ding zu sein. Da ist ja alles scheiße. Ja. Ähm, Pässe so kurz wie möglich. So kurz. Wir machen nur noch kurze Pässe. Ähm. Ja, doch, ein bisschen über die Flanke, das ist schon okay, aber wir machen hier schöne kurze Pässe. Ja, ja, ja. So. Bloß keine Hohen. So. Ja, also jetzt alles ein bisschen, bisschen ruhiger eingestellt nochmal, ja. Bin ich denn wenigstens beim Fairplay gut? nach immerhin bin ich Sechster in der Fairplay-Wertung. Mit nur 29 gelben Karten. Uiuiui. Ui. Ja, für diese Runde, für diese Folge jetzt das letzte Spiel. Bremen gegen Dortmund, gegen den BVB, gegen den vierten in der Tabelle und wir kurz vor dem Abstiegsrang. Ein Desaster nach dem anderen. Also, wer guckt sich denn eigentlich ein Let's Play an, wo die Mannschaft die ganze Zeit nur verliert? Ja, der schlechteste Fußballmanager, der hier aller Zeiten, der hier den BMH spielt. Na, immerhin. Ich meine, auch damit muss man natürlich irgendwie was machen können, ja. Das Spiel geht los vor nur 12.500 Zuschauern. Regen, 15 Grad. Das passt ja ehrlich gesagt zur Gesamtstimmung auch im Team. Dreckgelbe Karte für Borovka. Ach, ja, ich weiß auch nicht mehr. Was soll das werden? Jetzt auch oh, 11 Meter für den BVB. Natürlich verwandelt. Ja. Das vierte Tor für Freund. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht soll ich euch was über andere Spieler erzählen. Was könnte man denn noch so machen? Ich hatte euch ja schon erzählt, ich habe kürzlich im GOG Sale äh, nochmal <laughs> gelbe Karte für für den BVB äh, und noch eine für den Zork. Sauber. Jetzt stellt Spieler vom, ah, die haben sogar äh, gelb rot gekriegt oder was? Ja, jetzt sind wir gleich stark. Aber reise ich trotzdem nix. Ähm, ich hatte euch ja kurz äh, kürzlich schon erzählt, dass ich äh, im GOG Sale Anstoß gekauft habe. Lusch schießt aufs Tor. Soll das? Ähm, ja, vielleicht klappt's ja mit Anstoß besser. Wobei aus Erfahrung muss ich sagen, also gerade Anstoß 1, da war ich auch echt nicht so der Reißer. Ja, Anstoß 2 Gold, da, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, alles andere, mh, naja. Aber jetzt ist schon wieder Reck nicht im Tor. Ja, ich weiß auch nicht. So, Eils für Votava. So, der Borowka ist ja angezählt, aber ist mal wieder kein... Äh, der Goldschmidt, der ist so erschöpft gewesen, dass der gar nicht erst auf die Bank... Er hat es nicht mal bis zur Bank geschafft. Windenrufer, jetzt für Van Lent rein. Und jetzt zeigt doch mal, was hier geht. Kiwi-Power, los! Wir müssen jetzt gewinnen. Wir spielen in Überzahl gegen BVB. Da muss doch was gehen. Das ist doch fürchterlich. Ihr könnt mich doch alle mal... Macht Ach, jetzt... Achso. Chapuisat gewinnt den Zweikampf, Abwehr, abgewehrt, ach, weißt du was. Ach, Spiel ist zu Ende. Spiel verloren. Ja. Ich glaube, ich mache mal eine Let's Play-Reihe zu, der Planer oder so. Das ist wenigstens, das kann ich wenigstens. Zumindest halbwegs. Ein bisschen. Guckt euch nicht die Folge 4 des Let's Plays an. Ja, verloren, trotz Überzahlspiel. Wir haben fast, wir haben zwei Drittel der Spielzeit, haben wir in Überzahl gespielt. Reuter hat eine rote Karte in der 34. Minute gekriegt. Und dann ist nicht mal ein Torschuss hier unten. Nicht ein Torschuss. Bayern 5-1 gegen im Heim, wieder Ich gehe jetzt echt, ist doch alles fürchterlich. Ach, Was soll ich sagen? Das war Das war die farbloseste Folge, die schlimmste und deprimierendste 20. Folge ever. Wir haben den 26. März 94 wir spielen in Karlsruhe gegen den KSC als nächstes, aber erst in der nächsten Folge, wenn wenn, wenn noch tatsächlich genügend Motivation für eine weitere Folge da ist, bei euch und bei mir. Ähm, tatsächlich rutschen wir jetzt, ehrlich gesagt, ins Minus, wenn Monatswechsel ist. Denn wir haben ja 540.000 DM minus ähm, und wir haben nur noch 504.000 DM auf dem Konto. Wahrscheinlich muss ich ja so gleich meine Immobilie verkaufen. Aber ganz ehrlich, das können wir uns jetzt auch alles nicht mehr antun. Das ist so deprimierend, das geht nicht. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann sage ich nur Chapeau. Ja. Wer, wer bis hier durchgehalten hat, egal ob allgemein in der Let's Play-Reihe oder jetzt im Speziellen hier in dieser Folge, das ist ja so ein dermaßen schlimmes Desaster, was man sich hier angucken muss. Ja. Äh, bitte keine Beleidigungen drunter schreiben. Ich weiß, dass ich sie verdient habe, aber es würde mich auch nur zu sehr runterziehen. Ja. Ich hoffe, ihr haltet durch. Bis zur nächsten Folge und ähm, schaut euch doch vielleicht was anderes an, wo ich erfolgreicher war. Also vielleicht bei Railroad Tycoon. Habe ich auch eine schöne Let's Play-Reihe zugemacht. Ähm, da war ich so gut, dass ich irgendwann aufhören musste, weil es einfach nicht mehr richtig weiterging. Oder äh, vielleicht eben der Planer, habe ich eben schon mal angesprochen. Auch eine sehr schöne Reihe und ein tolles Spiel. Ja. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wenn ihr den bis zum Schluss durchgehalten habt. Dankeschön und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, äh, lasst ein Abo da, äh, Daumen hoch, was weiß ich, wenn es euch gefallen hat, trotz des Trauerspiels. Schaut euch andere Sachen an. Lasst Kommentare da, was ihr mit BMH für Erfahrungen gemacht habt. Wie viel besser ihr seid, möchte ich natürlich nicht lesen, denn das zieht mich nur runter. Das war's von mir. Over and Out vom Thomas, von Tom, to Tom Games. Ciao.